Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Enshrouded. Ja, wir haben eine neue Aufnahmesession. Und wir haben heute viel, viel vor. Jetzt gehen wir aber mal kurz auf eins ein, weil ich wurde mehrfach jetzt darauf hingewiesen. Ja, warum hast du dir denn keine Kupferpfeile hergestellt, wo du dir Pfeile hergestellt hast? Ja, aus dem guten Grund. Erstens, die Vergifteten brauchen einmal Kupferpfeile. Ja, und Giftsäcke. Giftsäcke habe ich noch nicht so viele, deswegen habe ich da gesagt, nee. Kupferpfeile brauchen aber nicht den Rohkupfer, sondern Kupferbarren. Und ich kann die Kupferbarren noch gar nicht herstellen. Also, wir haben noch keine Möglichkeit, quasi das irgendwie weiter zu verarbeiten. Das heißt, die zwei Kupferbarren, die ich da gekriegt habe, naja, die habe ich aus dem Turm raus und das war's. Ansonsten haben wir im Handwerk noch keinen wirklichen Sache, wo man das herstellen kann. Entweder habe ich es jetzt übersehen. Das kann natürlich sein, dass es jetzt irgendwo ist, wo ich es jetzt nicht vermute. So, jetzt können wir nochmal beim Schmied, ob der irgendwas mit Kupfer machen kann. Nee, der kann auch nichts. Na gut, der kann hier das Kupferplatte, Geschirr. Nee. Greifhaken Zuganker. Oh. Greifhaken Schwunganker. Oh, damit wir die selber bauen können. Cool. Ja, nee, ist aber auch nichts. Hoppala. Tagebuch. So. Können wir nochmal beim Schreiner reingucken. Ja, Ziegel, da Bronzebahn, ja, mit Bronze. Wir sind ja noch bei Kupfer, wir sind ja noch längst nicht bei Bronze. Wir sind ja eigentlich noch bei Kupfer. Moment, hier war sogar Kupfertür. Moment. Er braucht auch Kupferbarren. Ich frage mich sowieso, warum ich das noch nicht herstellen kann. Mir fehlt wohl wahrscheinlich noch irgendein Teil. Ach Mensch, jetzt gehe ich immer zu weit raus. Wo ich das herstellen kann. So, ja, hier die Branden, die Kupferblöcke, sehen sogar schon ein bisschen korrigiert aus. Ja, Stauraum. Nee. So, Trockenregal, ja, da kann ich ja mal Heilung und Fell, klar. Brennofen, Holzsäure, Kohle, Teer. Hier kann ich leider nur Knochenmehl machen. Im Brennofen kann ich nur gebrannte Ziegel machen. In der Schmiede kann ich nur Metallplatten machen. Holzbretter in der Tischkreissäge. Ja, und im Samenbeet wäre auch unwahrscheinlich. Also wie gesagt, ich habe noch keine Möglichkeit, das Kupfer irgendwie zu verarbeiten. Wie gesagt, uns fehlen ja auch noch Gegenstände und wir sind ja auch noch nicht so weit. Wir haben ja jetzt das letzte Mal jetzt den Turm gemacht und dementsprechend, ich kann die Kupferpfeile halt, ja, die gefundenen, klar, die benutze ich auch, aber größteilig kann ich die nicht so wirklich machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Schreinerlager war das, ne? Da müssten wir eigentlich hingehen. Das heißt, den werde ich mal als Wegpunkt setzen. Hier werde ich schnell reisen. Und ich habe jetzt vergessen, mit dem Schmied zu reden. Das heißt, wir gehen nochmal kurz zurück. Weil scheinbar hat der auch nochmal eine Quest für uns. Das heißt, wir rücken nochmal ab. Einmal kurz wieder runter. So, und rutschen nochmal wieder hoch. Ja, hoi, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ah, wie gesagt, ich bin halt noch nicht so weit, wie die Kommentarschreiber sich das gerne wünschen würden. So, was haben wir denn hier? Seltsame Träume von der Burg. Hast du schon von Erlands Irrlichtern gehört? Das ist eine tanzende Lichter im Meer. Gute Omen, aber nur ein Trick des Lichts, dachte ich, bis meine Tochter sie sah. Diese seltsamen Schimmern im Wasser, sie bewegen sich, schleichend. Jetzt sehe ich das gleiche Leuchten, während ich schlummere, vom Schloss aus. Es sucht mich heim, es ist kein Trick, es lebt. Bist du bereit, was zu ändern, Jungspund? Schmelztiegel wird zur Herstellung benötigt. Ah! Für meine besten Arbeit brauche ich wirklich eine Schmelze. Ja, da könnten wir das Kupfer kriegen.
Aber um meine Schmelze herzustellen, wird ein Schmelztiegel benötigt. Ich habe mal einen. Ich wette, die Plünderer haben ihn. Es war wahrscheinlich in ihrer Mine, ganz im Norden des Düsterdickichts. Ah. Hüter, Helm und mehr. Oh, neue Rüstung. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Oh ja, Reckenschild, Heldenschild. Aha. Max Parierkraft, 11 Block. Er kostet aber auch wieder Leinen. Ja, und Kupferbahn. Okay, und hier haben wir dann den Hüter. Der hat dann mehr Parieren. Hüterbrustplatte, Hüterhandschuhe, Hüterhose, Hüterstiefel, Abenteurerset, Helm des Abenteurers. Aha. Chance auf kritischen Nahkampftreffer, mehr Lebenspunkte, Nahkampfschaden, Lebenspunkte, Gesundheitsregeneration. Hier hatten wir Gesundheitsregeneration, Lebenspunkte, Block und Bonuspunkte für physische Rüstung. So, wenn man so ein bisschen vergleicht, so von den Werten her sind die Sachen größtenteils gleich. Ich könnte mir mit den zwei Barren auf jeden Fall ein bisschen was herstellen. Also hier die Helme kann ich auf jeden Fall machen. Ist nur die Frage, welchen Helm nehmen wir? Beide Sets sind so okay, aber ich glaube, ich tendiere eher, statt die Parierkraft hochzusetzen. Weil ich denke mal, das könnten wir mit Waffen und Schild, können wir das dann nachher auch ganz gut machen. Würde ich eher die Chance auf Crit-Treffer nehmen. Weil hier haben wir Lebenspunkte. Hier haben wir Bonuspunkte für physische Rüstung. Ja, gut, ich würde sagen, Lebenspunkte sind da besser, weil es allgemeiner ist, auch gegen Magie. Hier haben wir gegen physische Rüstung natürlich besser. Ja, hier haben wir Nahkampfschaden drauf. Hier haben wir Block drauf. Das heißt, hier werden wir dann eher so in Richtung des Babsi gehen. Und hier, wo wahrscheinlich eher in Richtung des Tanks, hier 45 Lebenspunkte, 45 Lebenspunkte, Gesundheitsregeneration, Gesundheitsregeneration. Das heißt, ich würde sagen, wir machen uns Helm des Abenteurers schon mal. Da opfere ich den einen Kupferbahn auf jeden Fall. So, und dann rüsten wir den auch gleich aus. Dann kriegen wir schon mal einen neuen Helm. Na, sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wir haben auch schon Stiefel gekriegt. Wir poltern ja schon langsam. Halt, das ist der falsche. Wir brauchen einen mit. Ne, das ist Bogen. Da. Dann hab ein bisschen mehr. Hab ein bisschen mehr für den Krieger. Und mittlerweile ist es sogar Nacht geworden. Ja, gut, dann gehen wir nochmal kurz schlafen hier. So. Dann kurz die Nacht skippen. Aber dann geht's auch wirklich los. Meine Güte. Das ist. Heute haben wir ja richtig was drauf hier. So, aber gut, denn gucken wir mal. Letzte Schnellreise. Was nicht zählt für den Dings. Ja, gut, da muss ich doch hochskippen. Es stimmt, ist ein Altar. Ich hätte es bei runter verwenden können, aber nicht bei rauf. Weil ich kann halt leider nicht rausscrollen. Oder ich traue mich momentan nicht raus zu scrollen. Dann hängt sich immer OBS so ein bisschen auf. Und die Frames gehen dann halt auch arg runter. Weil es eigentlich sonst ziemlich smooth läuft. So. Das heißt, wir essen und trinken uns jetzt erstmal was. Oh, mein letztes Wolfsfleisch. Das hätte ich vorhin sehen müssen. So. Egal, wir gehen jetzt trotzdem los. In der Richtung und ich müsste oben drauf landen. Nee, halt. In der Richtung ist das gewesen. Alle hops. Jetzt wäre ein Fernglas cool. Jetzt wäre ein Fernglas cool. Gucken wir mal, ob wir weit genug oben sind, um wieder in die Stadt zu kommen. Ich hoffe einfach mal. So, ein paar Erdbeeren nehmen wir mal Gaudi nochmal mit. Das Miasma. Bin ich jetzt zu weit oben? Vor ein bisschen Miasma habe ich ja jetzt nicht Angst. Hängst du da drin fest?
Na, komm. Der hing wirklich ein bisschen fest, der Ärmste. So, nehmen wir uns doch mal das Essen mit. Da hinten wird sich jetzt auch gekloppt. Die Viecher scheinen hier wirklich OP zu sein, ne? Ah, sind wir schon wieder richtig? Weil wir haben ja jetzt neu angefangen. Nee, wir sind jetzt... Wow. Völlig woanders. Bösi Bösling. So, können wir hier uns gleich das Holz mitnehmen und hier noch ein bisschen Flachs. Pflanzenfasern, ja, gut. Ist aber eher ein neues Dorf. Na gut, dann müssen wir vielleicht auf der anderen Seite. Boah, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Für mich sind schon wieder ein paar Tage in die Lande gestreift. Aber gucken wir mal, erstmal hier. Aha. Mein Fleisch kommt schon freiwillig zu mir. Na komm. So. Das gute Fleisch nehmen wir natürlich gerne mit. Das will ich ja als nächstes essen. Mal erstmal hier rein. Was haben wir hier so Schönes? Fachwerkblöcke. Wir können Fachwerkblöcke bauen. Ja, jetzt kommen langsam die hübschen Blöcke. Oh, jetzt kommen da richtig hübsche Blöcke hier. Was haben wir hier? Das ist alles wert. Was für ein Sau-Stall. Dachte ich, ein Haufen von Banditen, Gaunern und Schwachköpfen, die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden. Die Mannschaft ist ungehobelt, aber ein paar Tage in der Mine zu schürfen, macht selbst die härtesten Räuber mürbe. Uns hält ein einziges Verbrechen zusammen. Elixier für alle. Ich hoffe, Samet steht zu seinem Wort. Okay. Na gut, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Oh, auch ein bisschen was zerlegen so nebenbei. Weiß doch nicht, ob hier noch ein Amboss ist. Ah gut, wir haben hier noch mal ein bisschen Rattenfleisch. Aus dem Keller hier. Oh. Noch eine Kiste. Gebet der Schriftrolle, nehmen wir mit. Moment, das sieht irgendwie sehr interessant aus. Da will ich doch mal durch. Ja, lasst mich doch mal wenigstens wechseln hier. Böse Ratten. Aha. Brustpanzer des Bogenschützen. Ja, das kann schon eher helfen. Und hier ist jetzt nichts weiter, hier ist nur ein Bett. Schon wieder was Cooles gefunden. Also irgendwann habe ich eine komplette Rüstung für jeden bei, bloß nur für den Krieger gefunden. Für den Krieger haben wir bis jetzt eine Sache gefunden. Aber na gut. So, hier ist jetzt nichts weiter drin. Was haben wir jetzt hier drüben? Oh, wir können hier Wasser schöpfen. Ja, das machen wir doch mal Gaudi. So lange, bis da kein Wasser mehr geschöpft werden kann. Okay. Brunnen versiegt. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Ach, da kommen schon wieder Bienchen auf mich zu. Immer die guten Bienchen und Blümchen. Boah, ihr seid ja schon da. So. Warum hat der Lebensraub denn jetzt nicht so gut funktioniert? Ah, da haben wir nochmal ein böses Pflänzchen. Fressen wir ein paar Feuerpfeile.
Der letzte ging daneben. Aber egal, so passt das. Guck mal, hier sind ganz viele Haselnüsse. Ah, jetzt kriegen wir auch langsam mehr Giftsäcke. Oh, wie viele schöne Haselnüsse hier sind. Haselnussbaum können wir auch noch nicht anpflanzen. Ich hoffe, wir können sowas später auch anpflanzen. Das wäre schon mega cool. So, in dem Haus waren wir jetzt schon. Dann haben wir hier noch das kleine übrig. Da ist aber nichts. Nichts von Bedeutung. Ihr gebt mir ja auch ein bisschen Gift, ne? Also man könnte euch ja auch machen zur Not. Aber so stark fühle ich mich jetzt noch nicht. Jetzt gehe ich mal weiter in die Richtung runter. Wir müssten ja eigentlich... Ne, das ist... Das hier ist das Schreinerlager, ja. Nee, ich habe das jetzt total verkehrt im Kopf. Verdammt. Das war nicht hier, das war hier oben. Das war in Weizloh. Oh ja, stimmt, das war in Weizloh. Wo ich eigentlich hin wollte. Das war in Weizloh. Gut, wir könnten mal gucken, ob wir hier irgendwo die Brücke nochmal finden und dann hier rüber gehen. Also da hinten möchte ich rüber. Oh. Das war nicht so ein klasser Schwung. Der war schon besser. Na, langsam wieder aufregender reden an euch Wildschwein hier. Kommt alle auf den Grill. Gibt eine schöne Wildschweinsuppe. So. Okay, da haben wir noch mal ein paar Banditos. Boing, bing. So, und zack. Ah, er hält schon ein bisschen was aus. Der Dude, der hält schon ein bisschen was aus. Aber gut, der war jetzt solo. Da haben wir jetzt das Lammkreischen. Das kommt mir aber alles gerade nicht so wirklich bekannt vor. Wir sind noch nicht so wirklich viel hier unterwegs gewesen. Ich müsste mir was mal markieren hier. Als Wegpunkt setzen. Damit ich weiß, in welche Richtung ich muss. Weil mir wurde auch gesagt, dass ich... Oh. Den Ring der Habgier, den wir da unter dem Dings gefunden haben, sogar in Legendär kriegen könnten. Und der soll wohl wahrscheinlich für Magier ganz cool sein. Ah, ich wollte gerade sagen, kommst du nicht rüber? Okay, er hat's erledigt. Na, kommt. Muss ich euch erst freisprengen hier? So, komm. Na los. Okay. Ah, schön voll bleiben. War ich zu langsam? Ah, das Problem ist, jetzt geht mir langsam die... Oh, wow. Die Ausdauer aus. Mal kurz ein bisschen mit den Joggen gehen. Oh, oh, oh. Nehmen wir mal kurz zwei, so. Eigentlich würde ich nämlich gerne jetzt was ausprobieren, aber dafür müsste der Grüne weg, weil den kriege ich gerade nicht hin. Gut zu blocken. Jetzt habe ich den anderen auch zerlegt. Schönen Dank.
Ah, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Jetzt muss ich erstmal Wolfi wegnehmen. Ah, schade, weil ich wollte die anderen beiden jetzt mal blocken wegen dem Skill. Das haben wir immer noch nicht so... Das hat sich jetzt noch nicht so schlüssig angehört. Habe ich jetzt Bandagen oder so bekommen? Nee. Bandagen? Ja doch, ich habe doch noch Bandagen hier. Dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen was Günstiges. Das reicht ja vollkommen aus. Und den Rest schaffen wir dann mit dem Blutaxt, wenn er jetzt nicht schon wieder ein grüner ist. Wenn. Ah, haben wir uns beide ein bisschen verguckt hier, wa? Wow, 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 wow. Ah, ich werde hier gerade so ein bisschen veräppelt. Da hat er den Block gekostet. Dass ich dich einfach nicht blocken kann. Du bist mir einfach zu schnell. Ich sehe zwar das Blitzen, aber immer viel zu spät. Und ich drücke immer jetzt die 6. Das ist natürlich auch super. Na also. Aber er holt sich auch recht schnell. Da kriege ich den Moment irgendwie nicht so abgepasst, wie ich es gerne hätte. Das klappt nicht so gut. Das muss ich mit den Grünen, muss ich wirklich nochmal gucken. So, und wo ist jetzt der andere, der hier auf mich geschossen hat? Das Wölfchen habe ich gefunden. Da haben wir uns gegenseitig angesprintet. Ah, ich weiß jetzt, wo du bist. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, so nicht. Warte mal, was ist das hier? So. Wenn hier schon alles kaputt ist. Ach, da ist auch noch ein Bogenschütze, ein normaler. Aber hier könnt ihr mir gerade nichts. Sagte ich und krieg voll auf Schnauze. So. Die Lebenspunkte will ich wieder haben. Ebenfalls von dir. So, jetzt können wir uns hier erstmal hoffentlich in Ruhe umgucken. Das war ja jetzt eher ein Satz mit Ressource. Also viele Ressourcen rausgebullert. Aber im Endeffekt nicht viel bekommen. Wollen wir hoffen, dass jetzt hier nochmal irgendwas Gutes ist. Explosive Kugel, naja. Ah, bis jetzt sind die Grünen so beim Blocken mein Kryptonit. Da werde ich dann halt auch immer zu nervös. Du bist, glaube ich, da drinnen, ne? Ja, ihr habt dich gehört. Hams. Oh, von hinten kommt auch noch einer. Na? Dann machen wir es so. Alter. Die machen schon ganz schön Aua. Na, es wird langsam schwieriger. Deswegen wird Zeit, dass wir auch dann den Schmelztiegel und so weiter uns besorgen. Wow, hier ist nichts drin. Der war einfach nur eingeschlossen, weil er tollwütig war, oder was? Nee, das ist jetzt auch nichts gewesen. Jetzt die Sträucher können wir sowieso mitnehmen. Mhm. Achso, der hängt fest, deswegen konnte er nicht angreifen. Nee, hier ist sonst nichts weiter.
Ja, hier ging es jetzt nur in den Turm hoch. In dem Turm waren wir ja schon so weit. Bin ich hier rüber geklettert. Immer meinen eigenen Weg gemacht. Gut, nochmal ein bisschen Schrott, nochmal ein bisschen Stoff. Wer zu faul ist, den Dietrich zu benutzen, springt einfach rüber. Na. Ich wollte gerade sagen, kann ich da jetzt nicht mal. Kann ich denn da drauf nicht drauf springen? Dazwischen springen geht, aber da drauf springen irgendwie nicht. Ne, jetzt komme ich hier noch nicht mal mehr raus. Gut. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz. Mich mit der unsichtbaren Axt raushacken. Schauen wir mal. Und hier war jetzt auch nichts weiter, ne? Nein. Jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt gehe ich den richtigen Weg. Ach, das ist die... Aber hier kam man nicht rüber, ne? Doch. Hier kommt man rüber. Man tritt zwar kurz ins Miasma ein. Man wird auch ein bisschen der Sicht entnommen. Aber mit Doppelsprung ist das kein Problem. So, hier ist sonst nichts weiter. Wollte jetzt eigentlich nur kurz hier hin. Ja, da kommen nochmal ein paar Bienchen. Diesmal nennen wir mal Magie. So, und jetzt gucken wir mal. Na komm, machen wir erstmal. Wir hacken das Ding hier frei. So. Also, am helllichten Tag sieht man das nicht. Also, wäre das nicht in der Nacht gewesen und eine Quest, dann hätte ich es nicht gesehen. Gut, dann kloppen wir das Ding jetzt hier mal weg. Es wird auch echt. Ich denke mal, in der Schmelze werden wir dann sowas wie Kupfer. Waffen endlich kriegen, Kupferspitzhacke oder Kupferaxt. Damit das halt auch ein bisschen besser knallt. Weil ich habe wirklich Probleme mittlerweile sogar popeliges Bodenholz wegzureißen. Naja gut. So, ich kann hier nochmal kurz was trinken. Der Nahrungslot. Ja, So, hacken wir uns jetzt hier einmal durch. Alter, der hält ganz schön was aus, ne? Na also. Ah, Ring der Habgier, minus 20 Mana-Punkte, plus 20 Mana-Regeneration. Ist leider wieder nicht legendär geworden. Aber den soll es auch in legendär geben. Ist jetzt so die Sache, ob wir das jetzt halt nochmal uns holen oder nicht. Aber wäre ja schon eigentlich ganz interessant. So, da hinten sehe ich euch noch kämpfen. Dann schließe ich mich doch mal euren Kampf an hier. So, kann ich den anderen auch mitkriegen? Nein! Den ich eigentlich haben wollte, den habe ich jetzt als einziges nicht gehauen. Ah, böser Hund. Ah, es war zu früh. Komm, ich trinke mal trotzdem einen hier. Das war jetzt sogar im Doppelpack zu spät. Ist er gestorben, weil er nicht geblockt hat. Jetzt blocken die einfach auch eiskalt nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt blocken sie auch eiskalt nicht, als wenn sie mich ärgern wollen.
Die wollen mich das nicht ausprobieren lassen. Was war jetzt? Ach, hier war, glaube ich, noch einer drin, ne? Jetzt nicht mehr. Naja, gut. Naja, gut. Irgendwann werde ich das schon sehen und irgendwann werden wir es schon rausfinden. Irgendwann. Wenn nicht heute, dann morgen, dann übermorgen. Irgendwann werde ich es finden. So, können wir noch mal ein bisschen Holzscheite mitnehmen. Aber gut, das sollte das jetzt hier eigentlich gewesen sein. Hier werde ich jetzt nichts weiter finden. Das heißt, ich reise jetzt erstmal wieder nach Hause. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen klitzekleinen Cut. Ich räume einmal leer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich. Na halt, stopp, machen wir. Stopp, machen wir nochmal. Meine Fachwerkblöcke. Du hast meine Fachwerkblöcke gefunden, hm? Behalt sie lieber, für den Fall, dass du etwas mit ihnen anstellen möchtest. Ein neues Zuhause, gebaut für die Ewigkeit, zum Beispiel. Okay. Ja, stimmt. Mit Vergnügen. Gut, aber jetzt machen wir einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.